Herzlich willkommen bei der RC Bruder Baustelle hier im Süden Deutschlands, im schönen Allgäu. Heute ist Tag 2 der Dirty White Serie, Folge 2. Und gestern habe ich euch ja die Walze gezeigt aus meiner Reihe. Und heute präsentiere ich euch die Planierraupe. Planieren, ganz wichtig natürlich. Und bisher ist es immer mit dem Teleskoplader geschehen bei mir auf dem Parcours. Aber es ist einfach so, der kann die Schaufel seitlich nicht ausgleichen. Deswegen kommt man früher oder später bei größeren Bauprojekten oder dem Straßenbau und dem Geländebau um die Planierraupe selber nicht drum rum. Jetzt war es bei der Raupe genau das gleiche wie bei meinen anderen Modellen. Die D5 findet ihr massenhaft im Internet in den verschiedensten Varianten, verschiedenste Ausführungen und Umbauten. Und die Cut D11 von Bruder, die findet ihr natürlich auch schon mit den diversesten Varianten. Also sprich mit Servos, mit RB35 Motoren, mit Winkelmotoren, mit normalen Motoren, mit Planetengetrieben. Auch von der Schildansteuerung ist irgendwo alles mit dabei. Die ganz großen sogar neu, schon habe ich schon einige gesehen, mit Hydraulik, die natürlich auch ganz toll fahren. Deswegen dachte ich mir, okay, ich bin dann durch Zufall auf dem Flohmarkt auf die D8 gestoßen. Diese hier und habe mir gedacht, ist eigentlich super. Die habe ich jetzt so umgebaut, noch nicht wirklich gesehen und habe mir die mitgenommen. Ja? So, ich nehme jetzt gerade mal meine D8, die umgebaut ist, hier nach vorne, damit ihr die schon mal etwas bewundern könnt. Und gut, nachdem ich mir die mitgenommen habe, sind mir gleich mal ein paar Sachen aufgefallen natürlich. Die D8 von Bruder ist ja ein, ich sage jetzt mal, wesentlich älteres Modell vom zeitlichen her. Und was ganz toll ist, die ist unten einfach hohl. Also das heißt, wenn ihr die umdreht, da ist unten, da ist nicht mal eine Bodenplatte dran. Das ist im Endeffekt von unten her alles leer. Macht es für mich natürlich einfacher, weil ich nicht 1000 Clips habe. Ich komme überall ran. Ich kann im Endeffekt tatsächlich alles einfach hineinschmeißen und kann mit dem Umbau beginnen. Das zweite war, was mir sofort aufgefallen ist, dass die Kette der D8, der Original D8, die ist innen drin glatt. Das heißt, die neuen sind ja geführt, wie auch bei den Baggern. Das heißt, die haben ja richtige Kettenglieder. Das hat die D8 Original nicht. Das ist so eine Gummikette, so eine graue, und die ist innen drin ganz glatt. Also nicht antreibbar. Also kein Zahnrad, da kannst du nichts machen. Ja? So. Das heißt, ich habe mich erstmal ein bisschen schlau gemacht, was habe ich für Möglichkeiten. Ich wollte jetzt nicht unbedingt die Kette von Bruder dann, im Endeffekt von der großen D11, da drauf packen. Ich wollte auch nicht jetzt die vom Kettenbagger oder so nehmen. Und bin jetzt hier auf eine Kette gestoßen, im Endeffekt von einem Panzer. Ja? So. Machen wir zuerst ein bisschen die Eckdaten von dem ganzen Modell. Ist also hier oben, das ist das ganze Plastikzeug, und die ist innen drin etwas beschwert, nicht viel, also nur etwas, und bringt ungefähr 3,2 Kilo auf die Waage. Ist zum Schieben völlig ausreichend, habe bisher auch nicht Probleme gehabt, also von dem her, das macht alles gut Sinn. Was haben wir noch? Das Maß aller Dinge. Wir haben eine Länge von 40, eine Höhe von 20 cm und eine Schildbreite von 22. So, Laufwerksbreite, genau, haben wir natürlich auch, von 18. Hier sind sie wieder, unsere 18 cm. Unser Normalmaß. Jawohl. Das Schild ist mit dieser Breite etwas breiter. Habe ich auch anpassen müssen. Aber fangen wir vielleicht erstmal bei den einfachsten Sachen an, oder beziehungsweise der größten Baustelle an dem ganzen Modell, der Antrieb. Ja? So. Angetrieben wird sie von zwei Motoren, einer links, einer rechts, ganz normaler Panzerantrieb, in dem Fall hier mit einem V-Mischer, dann gemischt. Und das ist jetzt eben so eine, ich glaube, Hanglong irgendwas Kette, gab es in einem Set mit dem Zahnrad dazu. Und also da war dieses Zahnrad dabei, und es gab auch Führungsrollen schon dafür. Die habe ich jetzt nicht mitgenommen, sondern ich habe mir eigene Rollen gedreht, weil beim Panzer sind diese Rollen einfach um einiges kleiner als jetzt bei so einer Planierraupe.
Das heißt, die Rollen hier unten sind alle aus Alu nachgedreht und selber gemacht. Und original passt jetzt natürlich nichts mehr zusammen. Das heißt, von dieser Originalbruder, die 8 Planierraupe, die ganzen Seitenschiffe, die ganze Führung passt nicht, weil diese Kette etwas breiter ist als die original vorgesehene Kette, die original drauf war. Und von dem her musste ich diese Seitenschiffe hier neu machen und ein bisschen nach draußen ziehen. Das heißt, diese Seitenschiffe sind aus Stahl, aus einem Vierkantstahl geflext, wo hier im Endeffekt nur die Aussparungen sind, wo die Rollen dann montiert sind. Ansonsten ist es von vorn bis hinten ein Vierkant. Ja. Mal gucken. Ich blende euch mal hier ein Foto mit ein und dann könnt ihr das ein bisschen sehen, wie das damals aussah. Bei diesem Vierkant, wie gesagt, habe ich das soweit rausgeflext, dass die Rollen montiert werden konnten. Die hinterste ist starr, die unteren zwei auch und die vorderste ist so, dass ich die mit einem Kettenspanner versehen habe. Das heißt, ich kann die einfach nach vorne das Stück rausziehen, kann die Kette also nachjustieren, wenn sie montiert ist. Damit die hier auf einer normalen Spannung ist, nicht zu fest, nicht zu weich. Ihr kennt das, wer schon mal irgendwas mit Kettenantrieb gebaut hat, das ist immer so eine Gratwanderung. Nachdem die Kette breiter war und jetzt die Seitenschiffe neu gemacht wurden und das Ganze natürlich nochmal einen Ticken breiter ist als normal, ist auch dieses Gestänge hier neu entstanden. Ich halte es gerade noch mal ein bisschen. Nochmal, wie man das dreht. So, dieses Gestänge ist hier neu mit dazugekommen und die Schaufel ist auch breiter geworden. Denn was hilft mir bei einem 18 cm Fahrweg dann eine Schaufel, die auch nur 18 oder gar nur 17 cm breit ist? Da fahre ich mir ja dauernd mit den Ketten eigentlich wieder irgendwo auf dem Rand drauf. Das heißt, die Schaufel ist hier verbreitert worden. Links und rechts steht sie über. Das sieht man auch sehr gut, wenn ich jetzt mal so drehe, dass die einfach ausladend ist. Das heißt, diese Streben hier sind trapezförmig angeordnet und gehen also von der Raupe weg. So. Wie sind sie befestigt? Das heißt, hier hinten habe ich ein großes Kugelgelenk. Das ist so Bereich 1 zu 8, 1 zu 6er Modellbau eigentlich. Ist also ein Kugelgelenk für ein Lenkgestänge eigentlich. Das übernimmt im Endeffekt die komplette Arbeit. Das nimmt den ganzen Druck von dieser Schaufel, geht hier hinten drauf. Die Zylinder hier, genauso wie diese Zylinder, halten eigentlich nicht diesen Druck. Also das heißt, wenn ich vorne schiebe, dann wird der tatsächlich genau hier drauf abgeleitet. Hier haben wir eben auch kein M3-Gewinde mehr, sondern wir sind schon bei M5, dass auch hier dementsprechend viel Kraft verarbeitet werden kann, ja, wenn das einfach mal richtig schnell ins Material einfährt. So. Hier haben wir einen Zylinder, genauso wie auf der anderen Seite, die sind nur Attrappe. Die sind nicht, die haben keine Funktion. Das heißt, die hier schauen nur gut aus. Das war es auch schon. Mir war es jetzt nicht wichtig, dass das Schild hier sich nach vorne noch kippen lässt. Ja, Sinn oder Unsinn, ich brauche es nicht. Das ist einfach der Fakt. Ich brauche es nicht. Ich habe hier dieses Schild, das ist normal sehr tief. Also ihr seht hier die Schildtiefe. Und hier, das ist aufgespachtelt. Das ist also ein, komplett zugemacht, damit hier das Material nicht immer drin liegt. Weil, ganz klar, bei den ersten Fahrversuchen, die ich gemacht habe, war das noch nicht. Da war das wirklich hohl, wie eine große Schaufel. Jetzt fahre ich irgendwo hin und in dem Moment, wo ich zurückfahre, bleibt diese Wand stehen. Das hat mit Planieren natürlich nichts zu tun, wenn ich dauernd wieder diese Häufchen irgendwo verteile mit der Raupe. Ja, das wollte ich nicht, das konnte nicht sein, deswegen hier einmal zugespachtelt. Dadurch schaut die natürlich sehr wuchtig aus, sehr massiv aus, aber das tut natürlich so einer Raupe keinen Abbruch. Hier vorne haben wir, so, bewegen tut sich das Schild auch, das heißt, wir haben hier vorne diese zwei Zylinder, die die Schaufel heben und senken. Und was mir jetzt hier auch ganz wichtig war, war einfach das, dass ich sage, okay, dieses Heben und Senken, das machen sie alle. Macht ja sonst auch keinen Sinn, irgendwo. Aber ich muss dieses Planierschild tilten können. Das heißt, ich muss es zur Seite hin ausgleichen können. Das
wenn also ich irgendwie so im Gelände stehe, möchte ich trotzdem am Ende eine gerade Straße machen können. Das heißt, ich muss das Schild einfach seitlich kippen können und das in beide Richtungen und auch möglichst viel. Ja? Und das ist auch hier völlig einfach möglich. Ja? Wir sind ölfrei, heißt alles mit Elektromotoren, ich habe keine Hydraulik drin und ich zeige euch das jetzt gleich mal. Akku, inzwischen gebaut habe ich das Ganze im September 2017, ist hier fertig geworden ungefähr, also sprich ungefähr jetzt ein Jahr alt. Hier ganz klar schon Lipos und das hier ist abnehmbar, auch für den Sommer recht praktisch und hier hinten kann ich meinen Akku einstecken. Ich verwende immer diese Zippy 1000er 3S-Akkus. Ist im Endeffekt mein Standard-Akku. Also ich habe in allen Fahrzeugen, wo ich Lipos habe, außer ich brauche nur 7,4 Volt, habe ich diesen Akku und da ist auch das Akkufach so, dass es da reinpasst. Ja, das heißt, ich habe einfach einen ganzen Schwung von diesen Akkus und ganz egal, was ich jetzt fahren will, die passen immer. Also nicht für das Fahrzeug habe ich den Akku und für das Fahrzeug habe ich den Akku. Und hier und da und schieß mich tot. Das gibt es alles nicht. Ja? So. Hier, Lipo Safe, baue ich jetzt nicht ein, brauchen wir jetzt in dem Moment nicht. Ich fahre jetzt nicht so lange rum, dass der Akku leer werden würde. Aber ist klar, passt auch da hinten rein. Hier ist so eine kleine Abdeckung, damit das nicht immer, damit man den Akku nicht immer da durchschimmern sieht, wenn der da in der Kabine drin ist. So. Ja. Akku drin, alles verstaut und gesteuert wird das Ganze mit einer Modellkraftfernbedienung. Ihr kennt die auch, ist auch wie FlySky und wie der ganze andere Haufen so heißt. Mal kurz warten, bis sie einmal piepst. Das sind die Modellbauregler, die hier verbaut sind. Verbaue ich eigentlich überall, weil sie sehr, sehr schön ruhig fahren und sie sind von der Bauart natürlich super klein. Ich brauche keine großen Kühlkörper oder irgendwas, sondern es ist einfach nur eine kleine Platine und mit der habe ich tatsächlich auch noch nie großartig Probleme gehabt. Also wenn mir hier irgendwo mal was kaputt ging, dann war das wirklich falsch angeschlossen, Kurzschluss oder ähnliches oder ja, falsch verdrahtet. Aber von der Leistung her, meine Motoren haben eigentlich noch nie die Leistungsspitzen gehabt, dass ich sage, da komme ich halt auf Probleme. Ja. So, jetzt zeige ich euch das mit dem Schild. Sieht man das so? Gut. Also, das heißt, ich kann natürlich das Schild ganz normal heben. Das ist so ungefähr die Hubhöhe, die möglich ist. Wir kommen hier auf eine Höhe von, vorne an der Spitze sind es knappe 9, hinten wären es jetzt ziemlich halb durch die Schräge hier. Und ist schon mal beachtlich. Also das heißt, ich kann hier tatsächlich so hoch fahren, dass ich jetzt auch langsam etwas ansteigend machen kann. Also ich muss jetzt nicht hier gleich unten, wo ich stehe, anfangen zu planieren, sondern ich kann hier wirklich dementsprechend mein Schild auch so hochstellen, dass ich jetzt hier eine Schräge machen könnte. Ob die Schräge dann so sinnvoll ist in dieser Höhe, aber ich kann zumindest über irgendwas drüber fahren, ohne es wegschieben zu müssen. Ja? So. Das wäre jetzt ganz oben. Jetzt fahren wir nochmal ganz runter. Noch sind wir ja gerade. Runter geht es ungefähr bis hier. Das heißt, ich kann mich leicht vom Boden wegdrücken. Wie hoch kriege ich mein Fahrwerk? Ungefähr 1,5 bis 2 cm sowas kann ich mein Fahrwerk anheben. Das ist natürlich auch das, wo ich nach unten fahren kann, beziehungsweise mich nach unten schieben oder eingraben kann. Ja. Dann kommen wir eigentlich zu dem, was ich wo mir eben sehr, sehr wichtig war, wo ich gesagt habe, das muss sein, alles andere macht keinen Sinn. Also wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir es einfach gleich bleiben. Und das ist dieses Schild tilten. Ja? So. Das heißt, ich kann hier links wie rechts das Schild einfach an den Boden angleichen. Das heißt, wenn meine Laufen einfach schräg steht, dann kann ich hier das Schild trotz alledem gerade machen
und kann meine Planie gerade durchziehen. Ja? Und kann also so diese Unebenheiten natürlich auch ganz locker ausgleichen, ohne dass ich im Endeffekt da dauernd das Fahrzeug, also die Schräge des Fahrzeugs mitnehme. Es sind in dem Modell keinerlei Servos verbaut, ist alles mit Elektromotoren gesteuert. Schild sind zwei Motore, natürlich einer links, einer rechts, damit die wie beim Panzerfahrwerk auch gegenläufig arbeiten. Und eben beim Fahrwerk genau das gleiche. Unten habe ich übrigens alles zugemacht. Also das ist, wie soll ich sagen, es ist relativ toll zum Bauen natürlich auf der einen Seite, weil unten alles hohl ist, das heißt, man kann das sehr gut von unten her einbauen, aber man muss sich natürlich überlegen, dass man irgendwie eine Bodenplatte hinmacht, weil wenn ich einmal auf dem Parcours war, dann würde es da unten natürlich komplett sammeln. Das brauchen wir nicht. So, hier hinten haben wir noch den Heckaufreißer, der funktioniert auch. Mal gucken. So, der war nicht auf Nullstellung. So, nochmal. Der geht also auch einmal nach unten und das gleiche natürlich nochmal nach oben auch. So. Funktioniert auch, brauche ich jetzt eher selten, ist jetzt nicht mein Augenmerk, aber wenn es schon dran ist, sollte er auch funktionieren. Ist auch mit einem Elektrozylinder gemacht. Elektrozylinder drehe ich übrigens alle selber, kaufe die nicht irgendwo, sondern die werden einfach dann von mir passend angefertigt, so wie ich es halt gerade brauche. Was ihr hier seht, hier oben ist natürlich, waren die Anfänge bei mir vom 3D-Druck. Das heißt, ich habe hier schon mal die ersten Teile gemacht. Ich muss mal gucken. Irgendwo da drin. Habe ich den versteckt. Gibt natürlich auch Licht. Ja, mit den LEDs, damit es ein bisschen netter ausschaut. Ansonsten ist ja mein Standard-Akku drin, die Frage kommt häufiger, also ich fahre auch die D8 eben mit diesen 1000er Akkus und je nachdem wie das Material ist, wenn es natürlich wahnsinnig schwer ist, dann ist die Fahrzeit kürzer und wenn es sehr leicht ist und trocken ist, dann verlängert sich natürlich die Fahrzeit, aber ungefähr komme ich eine Stunde bis anderthalb Stunden mit einem 1000 mAh Akku hier zum Fahren. Ansonsten gibt es nicht viel zur Raupe zu sagen, zur Planierraupe. Wie gesagt, ist relativ simpel gehalten, wenig Teile, die kaputt gehen könnten, also wenig Sachen. Was nicht verbaut ist, sind irgendwie Endabschalter, das heißt, wenn ich hier nicht aufpasse und fahre das Schild zu tief oder zu hoch, dann reißt er mir einfach auch mal einen Teil der Kabine raus. Die Motoren sind dementsprechend stark, sie sind sehr langsam, also ihr seht das, das war jetzt wirklich Highspeed, heben, senken. Ja? Macht aber nichts, weil ich muss bei einer Planie fahre ich lieber ein bisschen feinfühliger hin, als dass das Ding irgendwie zack rein ins Gemüse und dann habe ich irgendwelche Kanten und Löcher drin, das brauche ich nicht. Fahren kann ich euch auch mal zeigen. Kaffeetasse. Sie ist also langsam, aber kraftvoll und genauso stelle ich mir das auch bei einer Planierraupe vor. Die radiert hier natürlich richtig auf diesem Teppich. Was vielleicht zu der Kette noch zu sagen ist, diese Kette, ich habe auch zwei, drei andere bestellt gehabt, die ist nicht geklickt. Also das heißt, die hat so Stahlstifte zwischen jedem einzelnen Glied von der Seite hereingesteckt. Und das ist einmal wunderbar, weil die ist auch jetzt in dem ganzen Betrieb, innerhalb von dem einen Jahr, wo sie irgendwo im Einsatz war, nicht einmal gesprungen, das hat sich rausgerissen, weil die so viele Kontaktpunkte hat, da ist nichts dazwischen, wo sie sich verbiegen könnte, wo irgendwie Kraft drauf kommt auf diese Kette oder beziehungsweise auf diese Stifte, wo da Spiel wäre. Und das zweite ist, ob ihr das seht, schauen wir mal, ich drehe es dann mal so hin, da sieht man es vielleicht ganz gut, die hat alles mit diesen Löchern. Und jetzt ist das Fahrwerk nicht innen drin, dass das in irgendeine Plastiknase greift, sondern die Zahnräder greifen genau in diese Löcher. Ja, was zur Folge hat, dass dieses Zahnrad immer Grip hat. Denn selbst wenn das, die Kette hier voll mit Material ist, stanzt sozusagen das Zahnrad die Kette wieder frei. Ja, also vom Verkleben her, muss ich sagen, ist sie sehr, sehr wartungsarm. Da kenne ich
weitaus schlimmere Faktoren und weitaus schlimmere Sachen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, dass das so funktioniert. Ja. Jawohl, das war's soweit zur Planierraupe Cat D8. Ihr könnt bei mir auf der Seite www.rc-bruderbaustelle.de noch mehr Fotos finden und auch mal Videos von den ersten Testfahrten und natürlich den textalischen Baubericht, den ich da reingestellt habe. Und ansonsten, liked das Video, folgt mir auf meinem Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was bei mir so Neues gibt. Und ansonsten schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwo noch was wissen wollt, wenn ihr noch was braucht, einfach unten mit dazu schreiben oder schreibt mir eine E-Mail, besucht mich, ich bin auch bei Facebook sehr aktiv oder eben über meine Webseite. Ja? Dann freue ich mich auf die nächste Folge und ich hoffe, ihr seid wieder dabei.